In Augsburg, genau wie im gesamten Bundesgebiet, haben wir steigende Zahlen zu verzeichnen. Allerdings sind wir immer noch in den Nachwirkungen der Osterferien und deswegen müssen wir uns die Zahlen bis Anfang nächster Woche genau anschauen, um dann eine Bewertung vornehmen zu können. Wenn wir an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 200er-Marke überschreiten, dann gilt ab dem übernächsten Tag verschärfte Maßnahmen. Das bedeutet, wenn wir auch noch am morgigen Freitag die 200 reißen werden, wird ab Sonntag 0 Uhr beispielsweise kein Click and Meet mehr für den Einzelhandel möglich sein, sondern nur noch Click and Collect. Wir haben derzeit drei Effekte, die dazu beitragen, dass die Fallzahlen derzeit besonders stark steigen, beziehungsweise die Inzidenzwerte besonders stark steigen. Der erste Effekt ist, dass wir über die Osterfeiertage keine Testungen bei den Hausärzten hatten. Das heißt, diese Testungen wurden dann in der Regel nachgeholt in der letzten Woche und zählen tatsächlich jetzt in die jetzige Inzidenz mit hinein. Das heißt, die Inzidenz, die sich jetzt gerade berechnen lässt, besteht im Grunde aus Zahlen, die nachgemeldet worden sind, die sich jetzt häufen und die jetzt zu besonders hohen Inzidenzwerten führen. Dann haben wir noch den Effekt, dass sich wahrscheinlich auch sehr viele Menschen über die Osterfeiertage in den Familien getroffen haben und dort tatsächlich jetzt weitere Ansteckungen stattgefunden haben. Und dann gibt es noch einen dritten Effekt, nämlich dass leider das Wetter jetzt hier wieder etwas schlechter geworden ist, vor allem kälter, wieder vermehrt geheizt wird und dadurch die Raumluft sehr trocken ist und dadurch sich innerhalb der Räume die Viren tatsächlich besser ausbreiten können. Die Leute infizieren sich dort, wo viele Kontakte stattfinden. Das ist zwangsläufig meistens in der eigenen Familie. Dort können ja obendrein meistens die AHA-Regeln nicht so umgesetzt werden, wie man das ansonsten machen würde. Vor allem trägt man in der Familie auch keine Maske. Ansonsten gibt es derzeit ja nicht so viele Möglichkeiten, tatsächlich enge Kontakte zu haben. Viele Kontakte treten allerdings zwangsläufig immer noch am Arbeitsplatz auf und auch dort sehen wir relativ viele Ansteckungen. Was wir jetzt gerade jetzt beobachten, ist, dass wir tatsächlich deutlich mehr Ansteckungen in den Familien sehen. Nämlich knapp die Hälfte der Ansteckungen führen wir derzeit auf familiäre Ansteckungen zurück. Ansonsten sind das meistens so circa ein Drittel der Ansteckungen. Und das liegt leider wahrscheinlich an Treffen, die an Ostern stattgefunden haben und die tatsächlich jetzt zu den Meldungen der Ansteckungen führen. Das Impfen läuft sehr gut. Wir sind inzwischen bei der Priorität 3 angekommen und ich kann nur alle Augsburgerinnen und Augsburger, die sich impfen lassen wollen, herzlich dazu einladen, sich unter impfzentren.bayern.de auch zu registrieren. Nur dann, wenn möglichst viele von uns geimpft sind, werden wir diese Pandemie in den Griff bekommen. In Augsburg haben wir inzwischen über 20.000 Testmöglichkeiten pro Woche und zwar dezentral, nicht nur in der Innenstadt, sondern vor allem auch in den Stadtteilen. Und auch hier kann ich Sie nur herzlich dazu einladen, sich regelmäßig testen zu lassen. Manche unken ja, dass damit die Inzidenzzahlen nach oben gehen. Ich finde, je schneller man Infektionen aufspürt, umso besser.